Wir sind hier bei der Familie Rentsch in den Wienigen Bergen. Sie feiern ein besonderes Ereignis. Urs, warum sind wir hier? Eben wegen dem besonderen Ereignis. Wir haben im 22. 6 Kühe mit 100.000 Kilo Milchleistung können abschliessen können. Das tut einem freuen und ist schon nicht für alltäglich. Dabei haben wir noch eine siebte Kuh, die wir im 11. einer Auktion zu Burdlen verkauft haben. Und die ist bei einer halben Mann Anna im Hüpfenboden oben und die hat im genau auch im 22. die 100.000 Kilo erreicht und hat im 20. mit der Kuh eine Zuchtfamilienshow machen. Also das ist ein schöner Erfolg und das freut einem außerordentlich etwas so. Es ist etwas vom Höchsten, das man erleben kann. Wenn man solche Leistungen hat und das gerade in einem Jahr 6 Stück. Urs, kannst du etwas über den Betrieb erzählen und genau sagen, wo wir da sind? Wir sind hier auf 800 Meter Höhe, östlich von Wienigen Gemeinde, und es gehört zu den Wienigen.
Und man sagt hier wenige Berge, weil sie den Berg ab ist. Das Dorf ist 450 Meter und wir sind hier auf 800 Meter mit der eigentlichen rauchen Lage. Bissluft, Wetterluft, es kommt alle Tage irgendeine Luft. Wieder heute ist gerade bei diesem besonderen Tag, den wir jetzt hier feiern, ist es wirklich windstill. Der Betrieb umfasst knapp 36 Hektare und wir haben hier unsere Priorität ist ganz klar Milchviehzucht mit guten Leistungen und mit einem ganz guten Grundfutter, wo wir möglichst viel rausbringen und mit einer Totalmischration. Das ist unser Betrieb im Groben, aber wir können noch viel erzählen. Eben Viehzucht, das ist eine langjährige Tradition bei euch. Uns ist Viehzucht eine langjährige Tradition. Mein Grossvater, mein Vater, das waren alle schon Viehzüchter. Und wenn ich mich zurückerinnere, vor 50 Jahren haben wir den Stall noch voll Simmentaler gehabt. Und dann ist Anfang 70er Jahre ist die Teukreuze reingekommen mit den Redholsteinen. Und dann haben wir zwei Topperkühe bekommen, das Meierli und das Mädchen. Und das hat mir besonders dann schon Eindruck gemacht, wie die Kühe ganz anders gekommen sind. Die sind mit Milch dahergekommen. Die hatten drüsige Jutter, die hatten so Schwammmutter, wenn es Milch hat, ist zusammengefallen und es war sehr gäbig zu melken. Vorher hat man aber die älteren Simmentaler so in Zehmelken gesehen und es ging nicht so viel gäbig gegangen. Damit hat sich eigentlich die Viehzucht über Jahre ein bisschen stetig verändert. Es ist die Milchkontingentierung dazugekommen, wo dann die ganze Sache ein bisschen zurückgehalten hat mit der Milchproduktion. Und 1993 war ja der Zenit von meiner Karriere vom Milchpreis her. Da hatten wir einen Milchpreis von 1.15 Franken mit silofreier Fütterung. Und das hat sich auch stetig verändert. Dann haben wir die Silofütterung im 11. haben wir aufgegeben, weil wir nicht mehr können, den Käsepreis vom Emmentaler können, eigentlich nicht mehr zufrieden waren. Weil der war sehr tief. Wir hatten im 11. einen Milchpreis von knapp 50 bis 50 Rappen. Und dann umgestellt auf die Silofütterung. Zugleich haben wir dann eine Totalmischration gesucht. Und das war auch der Ausschlag, dass heute die Kühe und die Viehzucht uns eigentlich viel gebracht hat, dass wir die Fütterung vom Betrieb her stark verbessern konnten. Wir konnten das Grundfutter viel besser ausnutzen. Und durch das ist man auch noch etwas gefordert, dass man ganz gutes Grundfutter hat. Und das ist auch immer wieder, alle Jahre ist das eine Herausforderung. Und wir versuchen das noch zu verbessern. Und das hat auch nie still. Und jetzt ist man eigentlich, durch das hat es die 600'000er Kühe nicht einfach so gegeben. Das ist, ich sage jetzt nicht Züchterglück oder Züchterpech, das ist Schicksal. Das ist Zeugschau positiv oder negativ. Und das ist jetzt halt ein positives Zeichen, wo wir hier sagen können, 6 Stück plus eine auswärts ist etwas vom Höchsten. Bernhard, der Vater, hat es gesagt, in einem Jahr 600'000er Kühe. Wie bringt man das zu Weg? Du bist, glaube ich, der strategische Züchter hier auf dem Betrieb. Wie bringt man das zu Weg? Ja, das ist sicher. Wir haben ein paar Sachen optimiert im Betrieb. Ja, not is no. Angefangen sicher bei Fütterung. Im 2011 hat man umgestellt auf Silo. Vorher war es kein Eibetrieb. Wie es auch ist bei einem Silobetrieb, ist viel einfacher, dass man mehr Nährstoffe in die Kuh reinbringt, dass sie mehr frisst. Dann im 2014 hat man einen Mischwagen zu suchen. Da. Und in diesem Jahr ist die Leistung eigentlich gestiegen. Und wir sind ja hier ein bisschen im Berggebiet, oder? Wir machen hier noch viel Durchfutter, auf das haben wir nicht verzichten. Das bringt viel Struktur in die Mischung, also die Migration. Ja. Das ist sicher kein Nachteil. Eben, wir haben jetzt hier einen 100'000er. Hast du da einen Halfter? Kannst du etwas erzählen über die? Ja, das ist die Kuh Wachtel, die ich hier habe. Sie ist 2010 geboren, also sie wird 13-jährig im Oktober. Der Vater ist der Mr. Burns, Rotfaktor-Stier von Kanada. Sie hat in 8 Laktationen 107'000 Kilo gegeben, etwas mehr, mit 4,6 Fett und 3,6 Eiweiß. Plus in 16 Laktationen hat sie noch eine Goldmedaille Auszeichnung bekommen.
Eben 13-jährig, super zweigte Kuh, extrem am Massen, mit einem super Fundament ging noch. Oben raus ganz stark. So ein der Charakter, was ist sie? So ein Zwängring oder wie, wie ist sie charakterisch? Sie ist eher eine ruhige. Wir haben auch noch zwei, also eine zweite, Mr. Burns, die auch die 100.000 Mark geknackt hat. Ist dann mehr stur, ja. Oh.